Ich kaufe Minecraft-Addons und sag euch, wie geil sie sind. Teil 5, das Elementargetreide-Addon. Dieses Addon ist momentan das günstigste Marketplace und kostet 310 Minecoins oder ungefähr 2 Euro. Es fügt so ganz generell erstmal 5 neue Getreidesorten zum Game hinzu, und zwar Feuer, Wasser, Erde, Wind und Endergetreide. Die Samen für diese Getreide finden wir dann an verschiedensten Orten. Erdgetreidesamen findet man zum Beispiel in Erzen und Windgetreidesamen bei fliegenden Mobs. Anbauen können wir die dann ganz normal, außer dass wir noch so einen Rasensprenger brauchen. Schön sehen die Getreide am Ende dann für mich nicht so wirklich aus, aber die Idee mit dem Rasensprenger ist irgendwie cool. Aus dem Getreide kriegen wir dann diese neuen Essenzen, aus denen wir dann erstens ein paar Sachen herstellen können, wie Enderperlen, Lohnruten oder Schleimbälle, und zweitens dann natürlich auch die ganzen neuen Elementrüstungen. Jede der neuen Rüstungen hat dann spezielle Eigenschaften, wie die Windrüstung, die uns schneller macht, höher springen lässt und Federfall gibt, oder die Enderrüstung, die uns zum Beispiel durch Schalker nicht mehr schweben lässt. Am besten von den ganzen Rüstungen ist aber die sogenannte Elementarrüstung, die einfach die Effekte aller Rüstungen miteinander kombiniert, was etwas OP ist. Insgesamt würde ich dem Addon eine 5 von 10 geben.